iPad oder kein iPad? Das ist eine Frage, die ich mich letztes Jahr intensiv gefragt habe und viel recherchiert habe ebenfalls. Und dann habe ich mich dafür entschieden. Mittlerweile benutze ich also für die Schule seit einem Jahr ein iPad und möchte euch heute mal die Pro und Cons vorstellen. Dass ihr also Ende des Videos beantworten könnt, wollt ihr in der Schule lieber mit iPad oder lieber handschriftlich arbeiten? Hi Leute, ich bin Lara Emily und ich teile hier jede Woche auf meinem Kanal Tipps für gute Noten, für eine gute Organisation und vor allem für einen guten Schulalltag. Vergiss auf keinen Fall, meinen Kanal zu abonnieren, falls dich die Themen interessieren. Ich habe hier von mir eine riesen Liste mit Dingen, die an dem iPad gut und vielleicht nicht so gut sind. Und ich freue mich, sie dir heute mit euch zu teilen. Es ist wirklich sehr viel. Fangen wir erstmal mit den Vorteilen am iPad an. Ich habe ein etwas kleineres iPad. Es ist zwar auch das iPad Pro, aber eben noch die ältere Variante, die noch den Home-Button hier hat. Also ich habe kein super krasses iPad. Und ja, benutze es sehr gerne in der Schule. Also falls ihr ein iPad kauft, reicht auch ein etwas kleineres zu kaufen. Hauptsache ihr könnt damit gut eben arbeiten. Das ist für mich auch der Fall mit einem etwas kleineren iPad. Natürlich ist der Hauptgrund, warum man ein iPad kauft für die Schule, eben weil man effektive Notizen darauf machen kann. Die digitalen Notizen helfen extrem, das wirklich schnell zu machen, weil du alles mit deinem Stift und deinem iPad vor dir hast. Das heißt, du musst nicht 1000 Textmarker kaufen, 1000 Stifte kaufen, du hast alles sofort drauf und kannst super schnell switchen, sodass du die Notizen echt schnell und simpel machen kannst. Außerdem, falls du gerne Schreibwaren kaufst und das so ästhetisch hast, hast du hiermit auch auf jeden Fall einen Vorteil, weil du mit dem iPad unlimitierte Schreibwaren hast. Du kannst jede beliebige Farbe auswählen, du kannst jede beliebige Schriftgröße, du kannst jede beliebige Schriftart eigentlich auswählen und du kannst einen Brushpen, du kannst einen Füller, du kannst einen Kugelschreiber hier drauf benutzen. Sehr viele verschiedene Möglichkeiten auf jeden Fall. Du kannst auch viele Bücher, die du in der Schule benutzt, als PDF runterladen, sodass du nicht mehr so viel mitschleppen musst. Und ich bin eine Person, ich hasse es eigentlich, Bücher immer mitzunehmen, weil wenn ich mal 10 Stunden an einem Tag habe, habe ich keine Lust, 8, 9, 10 Bücher mitzunehmen. Weswegen ich es echt cool finden würde, wenn es alle Schulbücher auch als PDF geben würde und man die einfach runterladen kann. Es ist nicht bei jedem so, aber bei vielen kann man die PDF einfach easy runterladen und hat sozusagen sein Sachbuch sofort hier drauf und hat alles einfach hier drauf. Das ist wirklich sehr gut. Was ich auch sehr gerne mache, ist generell mir Bücher hier drauf runterzuladen. Keine Schulbücher, aber generell Bücher, die ich gerne lese. Es gibt zum Beispiel die kostenlose App Books oder den eben Bücher auf Deutsch auf dem iPad und da gibt es auch einige Bücher, die man kostenlos lesen kann. Und ansonsten kann man aber auch Bücher darauf kaufen. Das heißt also, falls du sowieso auf dem E-Book liest oder Bücher sowieso kaufen würdest, kannst du die gleich hier drauf kaufen. Und ich mache das sehr gerne, weil, jetzt kommt der Punkt, ich immer in den Freistunden oder in den Pausen lesen kann. Das heißt, ich spare auch extrem viel Zeit, weil ich einfach immer zwischendurch lese und so auch viel mehr schaffe zu lesen, es auch extrem viel Spaß macht. Falls der Lehrer euch mal Präsentationen gibt oder andere Materialien, könnt ihr die sofort hier drauf bearbeiten und kommentieren. Oftmals ist es bei uns so, dass die Lehrer ihre Präsentation reinstellen und dann kann ich die sofort rauskopieren in GoodNotes, also in die App, die ich benutze, und dort eben direkt bearbeiten, beschriften, highlighten, also markieren und muss das nicht ausdrucken oder muss nicht irgendwas abschreiben oder so. Was auch ein großer Vorteil für mich war, weswegen ich mich für das iPad entschieden habe, ist, dass ich immer alles dabei habe und dadurch sehr produktiv sein kann, weil ich eben die Freistunden und die Pausen nutzen kann. Also wenn ich mal 2 Freistunden habe, sitze ich nicht nur rum, sondern habe direkt alle Hausaufgaben, alle Materialien drauf und kann dann entweder lernen, Hausaufgaben machen, Bücher lesen oder eben andere Dinge auf dem iPad machen, an denen ich irgendwie arbeiten muss. Ich halte die ganze Zeit das iPad immer so hoch, ich kann es auch mal ablegen, habt ihr mittlerweile gesehen, okay. Eine Sache, die meine Lehrer nicht gerne hören würden, die ich aber wirklich mache, ist, dass ich im Unterricht zwischen verschiedenen Fächern hin und her switche. Nicht immer natürlich, aber falls wir gerade eine Aufgabe machen oder irgendwie Stillarbeit haben, ich aber schon fertig bin, dann bringt es ja nichts, nur rumzusitzen, sondern gehe ich einfach auf dem iPad in ein anderes Fach rein und mache da schon mal Aufgaben oder erledige da was oder so. Das stört halt eben keinen, weil ich sie auf meinem iPad mache, wo ich sowieso auch arbeiten würde. Wenn ich kein iPad hätte, müsste ich dann mal andere Sachen rausholen oder so, was natürlich sehr störend wäre vor allem. Und wenn ich es einfach auf dem iPad mache, dann merkt es keiner und ich kann die Unterrichtszeit wieder viel besser nutzen. Dann natürlich, es ist einfach handlich. Du hast nur eine Sache zu mitschleppen. Du musst nicht 1000 Stifte, du musst nicht 1000 Bücher mitschleppen, du musst nicht 1000 Ordner, 1000 Hefte. Du hast einfach alles darauf. Du kannst auch basically alles abfotografieren und hast es da drauf. Du musst eigentlich nichts mitnehmen, außer dein iPad. Ich habe für mein iPad so eine Hülle hier gekauft. Die sieht dann sozusagen von außen einfach so aus. Dann kann man hier zuklappen und wenn man die dann eben aufmacht, ist hier normalerweise das iPad drin, was gerade draußen ist. Und ich habe hier noch eine Tastatur dazu gekauft. Das hat ungefähr 30 € gekostet, also nicht so viel.
Und ja, dann kann ich also das iPad auch ein bisschen als Laptop benutzen und kann darauf tippen. Ich weiß, bei den größeren iPad Pros ist auch immer meine Tastatur noch mit dabei. Bei mir war das eben nicht, weswegen ich sie noch mal extra gekauft habe. Dazu muss ich aber auch wirklich sagen, ein iPad kann aber keinen Laptop ersetzen, meiner Meinung nach. Weil beispielsweise auf meinem richtigen Laptop schneide ich ja auch Videos und kann einfach viel besser schreiben. Also falls ihr überlegt, ob ihr einen Laptop oder ein iPad kauft und eher zum Laptop tendiert, würde ich euch nicht empfehlen, ein iPad zu kaufen, nur weil ihr denkt, dann habt ihr beides in einem. Man kann auf dem iPad auch gut tippen, aber es kann Laptop niemals ganz ersetzen, meiner Meinung nach. Was ein eher subtiler Vorteil ist, ist, dass man AirDrop benutzen kann. Das klingt jetzt vielleicht erstmal nur ganz nebensächlich, aber AirDrop zu benutzen ist wirklich, wirklich hilfreich. Gerade in Gruppenarbeiten und in Partnerarbeiten wird dir das extrem viel helfen. Mit AirDrop kannst du einfach Dateien an andere Menschen airdroppen, also schicken, ohne dass ihr irgendwie das per E-Mail oder per WhatsApp machen müsst. Wenn also meine Sitznachbarin irgendwie sagt, hey, schick mal diese Seite aus dem Buch, kann ich ganz einfach mit 2 Klicks an sie versenden. Und das ist wirklich easy. Oder mein Politiklehrer schickt mir oft irgendwelche Artikel oder so, wenn er denkt, dass die hilfreich sein kann für meine Arbeit, dann schickt er mir die einfach per AirDrop ganz easy zu. Und ja, das ist wirklich einfach. Der nächste Punkt ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du deine ganzen Materialien verlierst, viel geringer ist. Wie oft ist es mir schon passiert in der Mittel- und Unterstufe, dass ich meine Materialien, meine Blätter einfach verloren habe, weil sie aus dem Heft irgendwie rausgerissen sind oder weil sie rausgefallen sind oder weil ich sie vergessen habe. Und im iPad hast du eigentlich immer alles dabei. Das Ding ist halt, wenn dein iPad kaputt geht und du kein Backup gemacht hast, ist alles weg. Das ist natürlich blöd, aber deswegen würde ich dir empfehlen, immer ein Update zu machen. Ein Backup zu machen. Bei GoodNotes kannst du auch einstellen, dass du das automatisch machst. Einer der größten Vorteile ist auch die Präsentationsmöglichkeit. Ich mache es ganz oft so, dass ich bei GoodNotes irgendwelche Tafelbilder mache oder irgendwelche Notizen schreibe und oft sagen mir die Lehrer dann, hey Lara, bring das mal an die Tafel. Und dann kann ich mich einfach verbinden mit AirPlay und kann einfach meinen Bildschirm an die Wand werfen, projizieren und so meine ganzen Arbeitsmaterialien teilen. In der Oberstufe passiert das richtig oft, also in fast jedem Unterricht wird jemand gefragt, um was an die Tafel zu projizieren. Und gerade auch, wenn ihr irgendwelche Präsentationen gebt oder so mit PowerPoint, kann man es auch beim iPad viel besser machen, als dann irgendwie noch einen Stick mitzubringen, den dann irgendwie bei dem Lehrer anzuschließen oder so. Einfach selbstständig das zu machen ist sehr gut. Und es gibt sogar mittlerweile auch ganz viele digitale Features, wie zum Beispiel auch digitale Kalender. Ich benutze den von Lebenskompass, habe ich euch auch letztens schon mal gezeigt. Das ist halt wirklich so easy, weil ich bin eine Person, die super gerne plant und sich organisiert und mit Lebenskompass geht das richtig einfach. Weil ich habe einfach diesen Kalender auch in meiner GoodNotes-App drin, was ihr auch machen könnt. Und so ist es total einfach, wenn ich gerade schreibe, einfach mal schon Hausaufgaben in den Kalender reinzukopieren. Ich habe den auch nochmal analog und zwar hier sind noch gerade meine Sticker drin, die es auch bei Lebenskompass gibt. Sehr schön. Und ich mag es zwar auch sehr gerne analog zu planen und es hier reinzuschreiben, aber wirklich, wenn man es im Unterricht direkt braucht, ist es auch perfekt, es einfach digital zu haben. Also ich finde beides richtig gut. Der Kalender hier ist undatiert, das heißt also, du kannst es zu jedem beliebigen Zeitpunkt anfangen zu beschriften und dort reinzuschreiben, weil du eben nicht limitiert bist durch die ganzen Monate, die schon bereits eingetragen sind. Zudem gibt es auch eine Jahres-, Monats- und Wochenübersicht, die ich immer sehr gerne nutze und ich versuche wirklich täglich eine To-Do-Liste zu schreiben und mache das. Und ich liebe es einfach, die dann immer am Ende des Tages abzuhaken. Des Weiteren gibt es wieder andere Feature, wie zum Beispiel einen Habit-Tracker oder auch einen Self-Care-Tracker. Und man wird immer in dem Kalender noch daran erinnert, dass man wirklich achtsam sein soll, auf sich selbst achten soll. Was gerade in Zeiten, wenn man in der Schule ist und dort sehr gestresst ist, wirklich hilfreich sein kann. Das hier ist ein Hardcover mit abgerundeten Ecken und es gibt auch eine, wie nennt man das? Ein Gummiband für den besseren Halt. Dieser analoge Kalender ist jetzt in A5, also ist auch eigentlich ziemlich handlich. Ich glaube, es ist so groß wie mein iPad, vielleicht ein bisschen kleiner. Ja, ungefähr so. Und es gibt auch verschiedene Cover, die ihr auswählen könnt. Sowohl analog als auch digital. Also auch digital könnt ihr verschiedene Cover runterladen. Des Weiteren benutze ich die Kalender auch für Klausur und für Prüfungs- und Präsentationslisten, weil man die dort auch sehr gut nutzen kann, um sich da zu organisieren und immer auf dem aktuellsten Stand zu sein, was seine ganzen Arbeiten und Abgaben angeht. Analog gibt es hier diese Sticker von Lebenskompass, die man sehen kann. Ich habe immer die hier benutzt, wo die Videos zu sehen sind, weil ich die immer reinmache, wenn ich ein Video drehe. Und dann mache ich immer diesen Sticker mit dem Videofilm und schreibe daneben das Video, was ich in den Tag hochlade. Und es gibt aber auch digitale Sticker von Lebenskompass, die logischerweise dann nie leer gehen. Das ist auch eine Sache, die echt ein Vorteil ist beim Digitalen. Und zwar, du kannst die Dinge eigentlich unendlich benutzen, doch die Stifte werden dir nie leer gehen, die du benutzt. Und von Lebenskompass kannst du dir einige Sticker runterladen, stellen sie dir auch zur Verfügung, wenn du den digitalen Kalender kaufst. Und die kannst du dann auch so auf
du willst einfach kopieren und wieder einfügen. Also unlimitiertes Benutzen von Stickern, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Ich verlinke euch beide Kalender mal in der Infobox, schaut da gerne vorbei. Und vergesst nicht, meinen Code zu benutzen, LaraEmily. Ich liebe den Code, der ist sehr kreativ. Und damit spart ihr 10% auf eure Bestellung bei Lebenskompass. Momentan gibt es sogar ein Back-to-School-Sale. Heißt also, ihr könnt echt viel Geld sparen, wenn ihr die Kalender jetzt kauft. Jetzt kommen wir zu den negativen Punkten am iPad. Es ist eine riesengroße Ablenkung, wenn man sich schon nicht gut konzentrieren kann vor allem. Wie oft sehe ich in meiner Klasse, in meiner Schule oder auch auf TikTok, dass Leute den ganzen Unterricht lang einfach nur Heyday spielen und nicht arbeiten. Das ist so oft. Und ich bin auch keine Person, die 100% immer fokussiert ist und immer nur die Aufgaben macht. Und man lässt sich einfach viel leichter ablenken, wenn man eben die Möglichkeit dazu hat. Weil wenn du halt nur deine Notizen hast, kannst du dich nicht so leicht ablenken lassen. Wenn du aber ein iPad hast mit 1000 Spielen drauf, ist es total einfach, mal kurz die App zu switchen und irgendwas zu spielen darauf. Und natürlich ist es eben auch extrem teuer. Man muss es einfach in die Perspektive setzen und gucken, ob es sich wirklich für dich lohnt. Gerade auch, wenn du jetzt in die Oberstufe kommst und das iPad vielleicht sogar nur 2 Jahre benutzen wirst. Aber natürlich kann man es auch weiter benutzen, auch außerhalb der Schule, auch in der Uni und so weiter. Musst du für dich wirklich gucken, ob es sich auch preislich lohnt. Weil die Sache ist, es ist ja nicht nur das iPad. Dazu kommen noch andere kleine Kosten dazu, die man gerne vergisst. Wir haben zum einen den Apple Pencil, den man noch extra kaufen muss. Dann haben wir eine Hülle oder eine Tastatur, falls du die extra kaufen möchtest. Man braucht ein Ladekabel, man braucht vielleicht eine Powerbank, die man mitnehmen muss in die Schule. Und dann eben auch andere Applikationen und Apps, wie zum Beispiel GoodNotes. Das ist auch nochmal eine kostenpflichtige App. Das heißt, es kommen schon viele Kosten noch zusammen, die man sich erstmal ausrechnen sollte. Und dann muss man wirklich überlegen, ob es sich für dich jetzt persönlich lohnt, das zu kaufen. Dann bist du natürlich extrem viel am Bildschirm. Ich persönlich verbringe so viel Zeit mittlerweile vor dem Screen, dass es eigentlich schon gar nicht mehr gesund ist, glaube ich. Weil ich arbeite hier auch außerhalb der Schule viel mit Bildschirm irgendwie zusammen. Ich mache noch YouTube. Ich gebe zum Beispiel Nachhilfe über Zoom und so. Und ich bin so viel einfach nur an meinen Geräten dran. Vor allem in der Schule, wenn ich 10 Stunden in der Schule bin, habe ich schon mal 10 Stunden Screentime auf dem iPad. Dann bin ich noch ein bisschen an meinem Handy teilweise, dann noch am Laptop, weil ich E-Mails beantworte oder Videos schneide oder so. Und dann wirklich nur am Bildschirm zu sein, ist schon ein bisschen kritisch, glaube ich. Und der nächste Punkt, wenn du viel am Bildschirm bist, ist es auch, dass der Akku sehr schnell leer gehen kann. Ich hatte schon oft die Situation, dass ich noch 10 oder 20% hatte und wirklich Panik bekommen habe, weil ich irgendwie wusste, ich kann eigentlich nicht mehr weiterschreiben und die Notizen nicht mehr aufrufen und weiter vervollständigen, was echt ein Horrorszenario in der Schule ist. Und wenn du eben nur Papier hast, kann dir das eigentlich nicht passieren. Ich hatte auch schon Situationen, wo mein iPad einfach nicht mehr funktioniert hat. Das heißt irgendwie, der Bildschirm ist eingefroren oder ist irgendwie abgestürzt und das kann immer wieder mal passieren. Vor allem, wenn man abends vergisst, ein iPad zu laden, ist man morgens ziemlich im Arsch, wenn man keine aufgeladene Powerbank hat. Ist mir auch schon passiert. Der nächste Punkt ist, dass man nicht so einfach Dinge zeichnen kann. Ich habe zum Glück keine Kunst, aber ich habe zum Beispiel Mathe und Geometrie. Und bei Mathe muss man eben auch oft Dinge zeichnen, wie zum Beispiel Koordinatensysteme. Und das geht auf dem iPad einfach nicht so gut. Ich habe einen Klassenkameraden, die haben ein iPad, machen für Mathe, aber alles nur auf einem normalen Papier. Ich persönlich mache Mathe zwar auf dem iPad, aber ich merke schon, dass ich teilweise lieber mal richtige Parabelschablonen hätte und nicht alles nur so mäßig auf meinem iPad irgendwie versuche. Das ist auf jeden Fall eine Sache, dass du dich für die Klausur teilweise nicht so perfekt vorbereiten kannst, weil du eben im Unterricht alles mit iPad machst und du hast eben in der Klausur dann kein iPad. Deswegen übe ich aber zu Hause immer auf normalem Papier, gerade für Klausuren wie für Mathe oder für Bio zum Beispiel. Aber sonst, also ich habe zum Glück richtig wenige Naturwissenschaften, ich habe nur Mathe und Bio. Ich glaube, wenn man noch mehr hat und immer nur Koordinatensysteme zeichnen muss und so weiter, kann es problematisch werden. Jetzt eure Aufgabe, einfach mal die ganzen Punkte miteinander abzuwägen und zu gucken, was ist eure Priorität, was ist für euch wichtig und über was kann man vielleicht ein bisschen hinwegschauen. Und dann vor allem auch gucken, welche Seite überwiegt jetzt eigentlich. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer Endresultat ist, ob ihr ein iPad kauft und ob euch jetzt meine Faktoren ein bisschen geholfen haben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für mehr Videos für dieses und ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.